Und mal wieder willkommen zurück zu einer weiteren Folge Life in the Woods. Okay, wir sind immer noch am Haus dran. Ich hoffe mal, wir kriegen die oberen Wände jetzt fertig. Wie sieht's denn in unseren Öfen aus? Die können wir schon mal nehmen und ein bisschen weiterbauen. Und wir hatten ja die Strings, dass wir unseren Backpack noch ein bisschen weitermachen können. Ja, aber ich glaube, wir gehen in dieser Folge doch nochmal buddeln. Und diesmal gehen wir wirklich nur buddeln und kein unverhofftes Höhlenabenteuer. Ich will jetzt wirklich nur ein paar Steine zusammenbekommen. Eisen haben wir jetzt nochmal ein bisschen, mit Betonung auf bisschen, leider. Aber das war hier das Haus so weit schon mal fertig bekommen. Das würde ich doch gerne noch schaffen. Ja, stimmt. So. Dann sind es noch zwei Wände. Alles klar. Ach, aber dann sind wir bald fertig. Es gibt Stück. So und so. Ach, da hatten wir noch ein paar. Ist ja wunderbar. So. Und das war's. Und ab ins Bett. Okay. Gut, das kriegen wir auf jeden Fall noch fertig. Hier die Innenwände fehlen noch ein bisschen. Aber ansonsten ist das schon mal ganz gut. Jo, so wird nachher die Ecke dann aussehen. Na toll. Okay. Dann schauen wir mal nach unserem Leder. Dass wir die Strings hier mal noch loswerden. Und dann würde ich sagen, wieder ab in die Mine. Ah, hier hatten wir sogar noch ein bisschen Cleanstone. Das ist schön. Das Burlap nehmen wir mal noch. Okay. Das war, glaube ich, so. So, genau. Und nochmal zwei mehr. 8 Stück haben wir gebraucht. 3 Stück fehlen also noch. Das ist definitiv machbar. Jo. Dann auf geht's. Ja, wobei, komm, die machen wir gerade noch fertig. So viel Zeit muss sein. Dann kann ich die Hacke auch hier wieder wegtun. Ja, das habe ich jetzt vergessen wegzulegen. Egal. Kommt auch erstmal hier rein. Kostet ja nichts. Und dann machen wir noch den. Na toll. Haben wir schon so wenig Stein und dann verschwende ich nochmal welche. Ah, es ist doch ätzend. Okay, aber mit dem Kram machen wir dann nochmal Bricks. 12 Stück. Die Ecke hier schon mal zu. Zack, zack, zack. Und dann werden hier noch Wände gezogen. Aber man sieht so langsam, worauf es hinauslaufen wird. Müssen wir uns mal noch überlegen, was wir hier dann Schönes reinmachen. Wir haben ja hier jede Menge Platz. Aber ich will es erstmal von außen fertig bekommen, dass man nicht immer, ja, einen Anfall bekommt, wenn man dran vorbeiläuft. Ach, und das mit dem Baum. Der gute Baum. Naja, wir gehen buddeln. Das war das Dach, bald mal noch machen können. Da brauchen wir sowieso noch Holz für. Aber als erstes kommt ja wie immer die Umrandung. Ach, ich sag's immer wieder, aber es ist einfach schön, hier einfach den Weg entlang zu gehen. Ich mag das Biom so sehr, obwohl ich jetzt schon doch ein paar Stunden hier verbracht habe. Ah, da hinten sieht man es dann auch bald. Dann sieht es nicht mehr ganz so leer aus. Da sieht man nicht nur ein Dach, sondern gleich zwei. Ha! Dann hat man schon fast die Vermutung, dass sich dort ein Dorf befinden könnte. Aber nur fast. Okay, ich schaue dann mal, dass ich etwas weiter gehe.
Und ja, dann buddel ich so weit, bis wir wieder in unsere Schlucht hier reingraben. Ich meine, hier haben wir jetzt auf beiden Seiten, was eigentlich schon interessant ist. Aber ja. Was ich mir auch mal noch überlegt hatte, ich habe mir nochmal hier bei Fedrin geschaut, die gute Dame, die das Modpack hier zusammengestellt hat. Und die hat ja auch so ein paar kleine Tutorials gemacht. Und bei Pam's Harvestcraft gibt es ja anscheinend noch Fallen. Also Tier- und Fischfallen. Da würde ich mich auch mal gerne dran versuchen. Weil da kommen wir dann auch, na toll, ohne zu züchten, an Leder, Knochen und so weiter ran. Was auf jeden Fall sehr praktisch ist. Man braucht zwar dann einen Köder, also so ein bisschen Gemüse, das wir da reinschmeißen müssen, aber das kostet uns ja nicht viel. Ja, da sind wir schon. Gut, das war ja ein kurzer Spaß. Dann machen wir hier nochmal zu. So. Ich schau mal, ob hier was spawnen kann. Dem scheint nicht so. Gut, ja, dann machen wir weiter. Hier. Ja, zu den Fallen. Ich habe mir da überlegt, wir haben ja die Brücke da in den Wald. Uns wurde mir schon mal vorgeschlagen, dass ich da doch eventuell dann irgendwann mal ein kleines Försterhütchen reinmachen kann. Ich würde es dann vielleicht so machen, dass aus dem Försterhütchen vielleicht ein Jägerhütchen wird und dass wir da dann rundherum so ein paar Fallen platzieren, die wir dann immer abernten können. In dem Wald passt das, denke ich auch. Vom Setting her, dass wir da einfach so eine kleine Hütte reinmachen. Muss ich mal gucken, wie man das so ein bisschen kenntlich machen kann. Und da kann man dann einfach so ein paar Fallen aufstellen. Die können wir dann regelmäßig abernten gehen. So kommen wir dann zusätzlich noch an Knochen und so weiter. Das wäre, glaube ich, ganz praktisch. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wie effizient die Dinger sind. Ich weiß nur, man schmeißt da irgendwelche Köder, die man entweder aus Gemüse, Obst oder Getreide macht, rein. Und wartet und da tauchen dann halt nach einer Zeit Gegenstände drin auf. Wird wahrscheinlich nicht sehr effizient sein, aber wenn wir einfach mal alle zwei, drei Folgen da vorbeilaufen und das mitnehmen, was drin ist, ist das, denke ich mal, ganz cool. Da ich auch nicht so der Fan von großen Höhlentouren und ja, Nachtwanderungen bin, ich nenne es mal so. Wie gesagt, ich bin in Minecraft eher so der Typ, der gerne rumbaut und nicht der Typ, der gerne hier kämpft. Dafür gibt es andere Spiele. Wenn ich zum Beispiel Lust habe, einfach so ein bisschen rumzuschnetzeln, sage ich mal, spiele ich Dynasty Warriors oder sowas. Das ist perfekt für sowas. Weil ich ja sagen muss, dass leider die Portierung auf PC, das ist ja eigentlich hier ein Konsolenspiel, so ein bisschen arg. Naja, ist. Gerade was Steuerung angeht. Habe ich letztens nochmal ein bisschen gespielt und naja. Musste meine Keybindings mal wieder machen, weil ich das auf meinem neuen Rechner hier noch nicht gespielt hatte. Unterstütze, glaube ich, auch keine Steam Cloud. Und da habe ich erstmal eine halbe Stunde rumgefriemelt, bis ich meine Steuerung wieder richtig hatte. Aber naja, das Spiel an sich ist echt super. Also zumindest, wenn man mal ein bisschen sinnloses Rumgeschnitzel haben will. Was man ja doch auch ab und zu gerne mal machen will. Gut, wie sieht unser Steinvorrat aus? Noch nicht so pralle. Es wäre schön, wenn wir nochmal Diamanten hätten. Ich würde gerne so langsam mal den Zaubertisch bauen. Wir haben ja erst, also was heißt erst einen, wir haben nur noch einen. Wir haben ja die Spitzhacke hier. Wir brauchen ja zwei für den Zaubertisch. Und ja, wir haben 42 Level, da könnten wir so langsam mal was verzaubern.
wir sind ja hier in der richtigen Höhe. Wir sind 12. Da sollten wir auf jeden Fall Diamanten finden. Und ich glaube, hier haben wir ja auch die Diamanten gefunden hier beim Buddeln. Naja, naja. Auf jeden Fall werde ich dann den Advanced Zaubertisch. Genau, Advanced Zaubertisch. Ein super Mix aus Deutsch und Englisch. Werde ich dann erstmal bei uns in den Tempel da irgendwo hinstellen. Ja, ich weiß, der Tempel ist momentan so ein bisschen hier. Pack alles dahin, wo du nicht weißt, wo du es genau hinmachen sollst. Aber ja, kann man ja alles noch ändern. Ist momentan ja unsere zentrale Anlaufstelle für alles. Gerade auch wegen den Teleportern. Aber ja, was soll's. So, 3, 1, 2, 3. Zack. Und weiter geht's. Da sollte ich jetzt eigentlich auch schon mal anfangen, Bücher vorzubereiten. Wir brauchen ja jede Menge Bücherregale, damit das auch hier effektiv funktioniert. Das könnte ich auch schon mal anfangen vorzubereiten. Papier geht ja Gott sei Dank ein bisschen einfacher als mit dem Zuckerrohr. Einfach Eichenholz in die Presse, die wir da in der Küche stehen haben, schmeißen. Und das macht uns dann Papier draus. Zwar auch nur aus einem Log, also wirklich aus einem Rohholz, ein Blatt Papier. Was jetzt nicht unbedingt das Effizienteste ist, aber schmeißt man halt einfach mal ein Stack rein und dann hat man Papier. Das passt schon. Oh, ich höre Lava. Dann ist es nicht mehr weit. Ah, und wieder unser schöner roter Granit. Oh ja. Komm, das machen wir hier noch gerade richtig. Genau, Fledermaus, bring dich um. Dich mag eh keiner. So. Ich mache hier mal vorsichtshalber doch lieber noch gerade eine Fackel hin. Gut, dann mal kurz was essen. Ups. Sushi. Das bringt ja gar nicht mal so viel. Jetzt, wo wir das ganz Gute gewohnt sind. Okay, und auf geht's zur anderen Seite. Ich sollte auch irgendwann mal anfangen, hier noch einen Zwischengang zu buddeln, dass wir auch wirklich alles sehen, weil hier in diesem Block, den wir freilassen, kann sich durchaus noch die ein oder andere Ader verstecken. Muss ich mal schauen. Das hier ist jetzt doch ein bisschen doof. Da hätte ich eigentlich nur 3 freilassen sollen, immer zwischen. Das wäre besser gewesen. Oder vielleicht mache ich hier auch nochmal einen. Ach, keine Ahnung, ich guck mal. Aber vorerst lassen wir es mal so. Okay. Hier haben wir wieder ein bisschen Eisen. Das ist auch immer sehr nett. Und dann ist unsere Hacke schon bald nochmal kaputt. Das ist nix. Wir brauchen Diamanten. Was ich auch gerne mal noch antesten würde, wäre, wie hieß es, Agrarian Skies. Das ist dieses Modpack, wo man praktisch ja im Nichts anfängt. Man hat eine kleine Plattform mit ein, zwei Block Erde oder auch mehr, auf jeden Fall nicht viel. Ein paar Setzlingen, diesen Knochenmehl und so weiter. Muss ich dann praktisch alles, auch seine Plattform, wo man rumläuft, alles selber herstellen. Da ist dann auch eine Mod dabei, ich glaube, die hieß Ex Nihilo, also übersetzt aus dem Nichts. Und was ich dann wirklich, wie der Name schon sagt, alles mehr oder weniger aus dem Nichts herstellen kann. Da fängt man dann eben an mit dem Setzling, den man hat. Pflanze ich Bäume, aus den Bäumen bekommt man dann weitere Setzlinge, Holz und irgendwann, wenn man weiter ist, halt auch die Blätter. Brauche ich erstmal die Schere und dafür Eisen. Das ist also ein bisschen schwieriger dann schon. Aber dann fängt man an, macht aus dem Holz, macht man sich Komposthaufen. Da wirft man dann die Setzlinge, die man nicht mehr benötigt, von den Bäumen drauf. Dann bekommt man daraus eben die Erde. Da kannst du dann praktisch
neuen Boden machen, wo du dann auch was drauf pflanzen kannst. Dann fängst du irgendwann an mit Wasser, was du auch durch Regen auffangen kannst. Wie ging es weiter? Ich weiß gar nicht mehr, wie man an einen Stein kommt. Ich habe momentan nur so ein Let's Play, was ich gucke. Ist ja kein Geheimnis. Gerugon ist schon ein bisschen älter, das Let's Play. Ich weiß nicht, wann er das gespielt hat. Auf jeden Fall auch einer meiner Lieblings-Let's Player. Auch etwas ruhiger. Also, ich denke mal, viele kennen den. Wobei er leider eigentlich nicht so bekannt ist, wie er es verdient hätte, sagen wir mal. Ich meine, er ist schon größer. Also, eine fünfstellige Subscriber-Zahl, aber ich glaube, er verdient eigentlich mehr, wenn man das mal mit so, ja, ich sag mal, anderen Leuten vergleicht. Ist auch ein bisschen älter, ein bisschen ruhiger und spielt vor allem Spiele, die sehr interessant sind. Das sind so die typischen Sachen, wo man sagt, okay, da habe ich selber keinen Bock drauf, das zu spielen, weil es einfach zu komplex oder zu nutzerunfreundlich ist. Sowas wie Dwarf Fortress oder sowas. Und da guckt man dann halt gerne zu, weil der Mann es halt auch halbwegs kann und es auch gut erklären kann. Deswegen. Aber zurück zu dem Modpack hier, Agrarian Skies. Da hätte ich auf jeden Fall auch mal Bock, das anzutesten. Vielleicht mache ich das irgendwann mal im Stream oder so. Okay, ich weiß gerade nicht, ob das Geräusch hier aus dem Spiel war oder bei mir hier hinter der Tür. Immer so ein bisschen blöd, wenn man den Ton leise hat. So, wie sieht es denn mittlerweile mit unseren Steinen aus? Das ist doch schon fast annehmbar. Ich gucke jetzt auch mal, bis wir hier noch den Durchbruch haben. Soweit mache ich noch und dann gehen wir mal nochmal nach draußen. Ah, ich höre schon Lava und Wasser, also weit kann es nicht mehr sein. Müsste jeden Augenblick... Müssten wir hier durch sein. Ist hier jetzt so viel Erde? Oder wir buddeln gerade genau dran vorbei. Das kann auch sein. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Blub. Wobei schlimm wäre es auch nicht, weil dann hätten wir hier mal einen Gang, den wir noch mal ein bisschen länger machen können. Dass wir nicht immer wieder neue Gänge anfangen müssen. Das ist nämlich auch auf Dauer ein bisschen nervig. Ich glaube, wir buddeln dran vorbei. Dann lassen wir es hier gut sein, würde ich sagen. Ich glaube, die Geräusche kamen von draußen. Da lacht sich irgendjemand schlapp. Furchtbar. So. Unsere letzte Fackel noch hinsetzen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Flup. Und nach draußen. Ja, damit können wir was anfangen. Haben zwar leider keine Diamanten gefunden, aber haben wieder sogar mehr Eisen als durch unsere Tour da hinten. Und jede Menge Stein. Das ist sehr schön. Bin nur mal gespannt, ob es dunkel ist. Ah, und ich muss hier Treppen hinbasteln, dringend. Das Rumspringen nervt nämlich irgendwie. Schwupp, 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 hopp, 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 die hopp, 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 die hopp und hopp. Und es ist dunkel. Das heißt, wir gehen schlafen und hoffen, dass wir nicht überrascht werden, wenn wir rauslaufen. Ich glaube, ich esse jetzt noch schnell unsere Leiste voll. Ich hoffe, das hier ist nicht giftig. Natürlich ist es giftig. Egal. Dann trinken wir noch hier heiße Schokolade hinterher. Und gut ist. Okay. Oh, und wir haben kein Schwert mehr. Das ist auch doof. Und los geht's. Ich habe immer Angst, dass hier oben irgendwas gespawnt ist und dann erstmal hier Luftangriff macht. Also nämlich nicht so schön. Aber wir hatten ja Glück. Oh je, wir brauchen ja noch Holz. Beziehungsweise damit wir Holzkohle machen können. Das ist etwas ungünstig, da muss ich jetzt auch mal noch gucken.
Denn wir müssen den ganzen Stein ja auch erstmal noch schmelzen. Okay, die 12 nehmen wir mit. Dann geht's erstmal hier ans Cobblestone machen. Plupp. Plupp. Machen wir schon mal den hier und den hier. So, das ist das Normale. Schwupp. Schwupp. Ach, haben wir doch ein bisschen was bekommen. Das ist gut. Das könnte sogar fast schon reichen. Ich weiß, ich bin hier wieder mit meinen Aussagen sehr voreilig, aber wir sind mal optimistisch. So, das kann weg. Ich muss das hier auch mal ein bisschen sortieren, beziehungsweise mal gucken, dass ich die wertvollen Sachen wie Redstone, Lapis und so weiter mal in Drawer umlagere. So, Salz kommt unten rein. Sand lasse ich mal einen halben Stack hier. Gravel kommt hier weg. Ach, euch können wir noch wegmachen. So. Wir haben 2 Stacks im Ofen und haben jetzt noch 5 Stacks und ein paar gequetschte. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Okay, dann wird der nächste Schritt wahrscheinlich nochmal jede Menge Holz machen. Da würde ich mich jetzt auch mit vergnügen als nächstes. So, machen wir schon mal eine Ersatzaxt. Und ja, ist jetzt momentan nur ein Baum da. Das ist ein bisschen mau. Aber den können wir ja schon mal fällen. Ach, den Pavillon. Muss ich auch irgendwann mal nochmal in den Creative gehen. Und das richtig machen. Bin immer noch ein bisschen paranoid, weil es ja Nacht war. Ich meine, bei der Marktplatzaktion sind wir ja auch schon ziemlich lange hin und her gelaufen, bevor da wirklich sich der Creeper mal gemeldet hat. Ich glaube, wenn wir hier erstmal irgendwie oben sind, geht das hoffentlich. So, den machen wir noch weg. Und dann ist die Folge auch wieder rum, wie ich sehe. Ach ja. Aber dann haben wir jetzt auf jeden Fall erstmal halbwegs Steine. Dann schaue ich, glaube ich, in der nächsten Folge sogar mal mit den Fallen. Die können wir dann schon mal provisorisch aufstellen. Denn Knochen wären ganz nett. Dann könnte ich auch ein bisschen anderes Holz noch machen, das wir dann verheizen können für Holzkohle. Und wir brauchen ja auch noch Holz für Papier, dass wir das pressen können. Da muss ich dann mal noch schauen. So und so. Wunderbärchen. Kriege ich noch einen Zeppling, damit ich hier nochmal einen Viererling nachpflanzen kann direkt. Bitte. Ja, nein, vielleicht. Bitte, bitte, bitte. Zeppling. Zeppling. Zack, 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 zack. Wunderbar. Ich stelle mich nur mal gerade in Sicherheit, weil, wie gesagt, ich bin immer noch ein bisschen verängstigt. So. Und so. Gut, dann, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.